Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um den BMW Performance Endschalldämpfer schon wieder. Und zwar, wenn ihr einen gebraucht kaufen wollt, was müsst ihr alles wissen? Worauf müsst ihr achten? Werdet ihr verarscht oder nicht? Das ist die Frage. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den richtigen kauft, dann bleibt dran. Also. Ja, also, dann fangen wir mal an. Es wird extrem häufig nachgefragt, ich will einen BMW Performance Endschalldämpfer haben, auch wenn er teuer ist, wenn er teuer gehandelt wird. Und viele sind da geil darauf, sich so ein Ding zu kaufen. Kann ich komplett nachvollziehen, das Ding ist auch geil. Dass sie out of stock gehen und hätte ich auf jeden Fall ein paar auf Lager gehabt. Für mich, aber nicht so unbedingt zum Verkaufen. Aber einfach die Dinger sind echt nice und echt rar und demzufolge gibt es auch natürlich einen sehr volatilen Markt, um da nämlich schöne, gute, gemachte Fakes zu verticken. Und zwar gibt es immer wieder, dass Leute den BMW Performance Schalldämpfer zum Verkauf anbieten, auf natürlich diversen Plattformen, Facebook, Kleinanzeigen und so weiter. Und das größte Problem ist, die Wahrheit zu finden. Das heißt, du willst ja natürlich einen echten finden und keinen Nachbau oder einen umgebauten. Und jetzt ist so ein bisschen das Problem. Ein umgebauter und ein Nachbau kann sehr nah beieinander liegen und zwar so gut, dass man es fast nicht erkennt. Es gibt ein paar Sachen, auf die ihr achten müsst und die werde ich euch auch in diesem Video zeigen. Aber. Und wenn ihr noch nicht ganz up to date seid, welchen Auspuff ihr jetzt für euer Auto braucht, dann guckt euch auf jeden Fall dieses Video an, das BMW Performance Endschalldämpfer Mythen Video. Da erkläre ich einmal, wo es legal ist, wo es nicht legal ist und welchen man untereinander austauschen kann. Das heißt, welches Auto passt zu welchem, weil nicht alle sind untereinander kompatibel. Das müsst ihr auch wissen. Ein, zwei Alternativen nenne ich da auch, wenn euch der Performance Endschalldämpfer zu teuer ist oder auch in einem anderen Video, was ich nochmal hier oben irgendwie einblende. Aber nun geht es darum, den originalen BMW Performance Endschalldämpfer zu entschlüsseln, sage ich jetzt mal. Ja, der Punkt ist einfach, dass man mit dem BMW gute Nachmachungen hat. Der Ursprung von dem BMW Performance Endschalldämpfer ist nämlich der Serienschalldämpfer. Und auf den Serienschalldämpfer wurde dann einfach die BMW Original vom BMW Performance eine Plakette drauf geschweißt, genietet, wollte ich fast sagen, drauf geschweißt mit Schweißpunkten. Und das heißt, du hast in dem Blechkleid noch die eingestanzte Standardseriennummer mit dem darauf etikettierten Stahlblech aufgeschweißte neue EG-Nummer, dass es ein BMW Performance Endschalldämpfer ist. Das heißt, im Prinzip, jeder hat die Möglichkeit, einen Originalen zu nehmen und da sich selber so eine Plakette zu basteln. Viele Leute kommen da auch ran, machen sich das selber und kleben die dann, schweißen die dann auch drauf. Und dann ändern sie die Endrohre ein bisschen auf Bling-Bling, auf chrommäßig. Und dann ist das Ding auch schon fast verkaufsfertig. Und da ist genau das Problem. Die sehen zum Teil echt gut aus, zum Teil auch muss man sehr genau gucken, weil sie sehr genau gearbeitet worden sind. Und wo ist jetzt da der Originale und wo ist da nicht der Originale? Deswegen mache ich überhaupt dieses Video. Unter anderem natürlich auch einen originalen BMW 330i Schalldämpfer kriegst du gebraucht für ungefähr 90 bis 130 Euro. Das heißt, wenn du das Ding kaufst, gebraucht, baust ihn selbst um, machst dann eine Plakette drauf, kannst ihn schön auf dem volatilen, raren Markt verkaufen für 1000 Euro, 1200 Euro. Die Preisspannen sind gigantisch, was natürlich dann auch die Zaubereimänner da natürlich auch sehr antießt, da ein bisschen unterwegs zu sein. Daher gibt es sehr viele Umbauten. Natürlich gibt es auch Leute, die selber nur den Auspuff mal umgebaut haben. Aber ich labere euch jetzt derbe voll, aber das ist wichtig zu wissen. Die den selber auch umgebaut haben, sagen ja, Umbau aber gut gemacht und nennen den M-Performance-Schalldämpfer. Es gibt aber keinen M-Performance-Schalldämpfer außer der 90-Reihe, sondern nur BMW-Performance-Schalldämpfer. Die wichtigsten Sachen werde ich euch jetzt einmal nennen. Die wichtigste Sache bei dem BMW-Performance-Schalldämpfer ist einmal die Plakette. Die Plakette ist einmal das A und O. Und zwar, wenn man sich die Plakette anschaut, ist die mit 5 Schweißpunkten befestigt. Der Unterschied ist aber, wenn ihr ein Fake seht, die Fakes sind meistens an den Kanten der Plakette genommen. Also wenn man das jetzt mal hier als Plakette nimmt, ich werde euch das sowieso einblenden als Bild,
dann sind die Schweißpunkte genau hier am Rand angebracht. Da und da und hier und sonst wo. Der Unterschied zum Original BMW Performance Endschalldämpfer ist, dass die Schweißpunkte ungefähr, sage ich mal, was sind das? 2 mm, was sagt ihr, was sind das? 2, 3, nee, 4, 5 mm, einen halben Zentimeter, ungefähr einen halben Zentimeter versetzt auf, also versetzt an der Plakette geschweißt worden ist. Das heißt, es war anscheinend so ein Punktschweißsystem hier, war da, wo es hier sich da so, dass man die Plakette genommen hat, nicht direkt am Anfang, dann wurde hier, zack, hier der Schweißpunkt gesetzt von oben und unten. Das ist natürlich einmal ein ganz wichtiger Unterschied. Des Weiteren ist es auch sehr wichtig, darauf zu achten, wie die Schrift aussieht. Viele haben das Schweißen gut hinbekommen zum Schummeln, aber die Schrift ist auch immer bei BMW die gleiche, und zwar sie ist gestanzt. Und das ist ganz wichtig, darauf zu achten. Also wenn ich blende einmal ein Originaletikett ein und dann blende ich gleich einmal ein Fake-Etikett ein, und das mache ich mal so nebeneinander, und dann müsst ihr mal gucken. Es gibt so ein paar Unterschiede, da seht ihr auch, dass dann mit den Schweißpunkten, dass die woanders gesetzt worden sind, und dann seht ihr auch, dass die Schrift sich nochmal ändert. Also dass der auf der einen Seite, wo jetzt der Pfeil drauf ist, das ist der Original BMW Performance Engine Dämpfer, meiner, den habe ich gekauft, das ist meine Etikette, meine Plakette, die sieht so aus. Natürlich, wenn ihr so ein Ding kauft, ganz wichtig, fordert die Rechnung an, Originalrechnung, ganz wichtig. Das heißt, jeder, der das Ding irgendwie gekauft hat, sagt, ja, ich habe meine Rechnung verloren. In der Regel wurde das online bestellt. Wer online bestellt, kann irgendwo in seinen E-Mails rumwühlen und die Mail wieder hervorzaubern, beziehungsweise die Rechnung wieder hervorzaubern. Also lasst euch da nicht verarschen, sondern Original-Mail wird auf jeden Fall irgendwie auffindbar sein. Und wenn da schon was nicht stimmt, dann erstmal, wenn ihr nicht ganz sicher seid, Finger verlassen. Der nächste weitere wichtige Punkt ist die Klappe. Wenn ihr einen Endschalldämpfer kaufen müsst, der eine Klappe braucht, ist die Klappe immer aus Plastik. Es ist immer eine Plastikunterdruckdose dabei und keine Stahlunterdruckdose oder Metallunterdruckdose. Also so wie ihr den jetzt hier seht mit der Plastikdruckdose, ist der original BMW Performance Endschalldämpfer. Dann natürlich gibt es auch noch zu beachten die Schweißnähte hinten an den Endrohren. Also wie sehen die Endrohre aus? Und zwar ist es bei den Endrohren so, dass du hast ein Rohr, na, logisch, und dann ist dann so eine kleine Wulst nach oben, wo dieses Chromding entsteht. Und dann gibt es auch einige, das sieht dann so aus, dass so bupp, und dann geht es direkt auf, bupp, und da ist nicht so ein Schwung drin, wie es bei dem BMW Performance Engine Dämpfer der Fall ist. Also das ist auch nochmal ein ganz klares Indiz, um zu gucken, ob da jetzt was verändert worden ist oder nicht. Des Weiteren natürlich guckt man auch, ne, wie sehen die Schweißnadeln drumherum aus. Einige sind, wie gesagt, echt gut gemacht. Einige sehen fake aus. Da muss man nochmal drauf achten. Ganz wichtig ist natürlich auch zum Beispiel, wie die Symbole auf der Plakette sind. E-Nummer, ob im Quadrat oder im Kreis. Und vergleicht das alles. Also da gibt es echt gute Nachmachen von der Plakette, wo man selbst sagt, ja, was ist das jetzt wirklich echt? So, ich habe jetzt schon ein paar echte gesehen, deswegen und mir auch zuschicken lassen und immer wieder von meinen Leuten bekommen. Und da habe ich deswegen die Form auch, die immer die. Also, und da habe ich auch immer die gleichen Attribute gesehen. Das heißt, achtet auf jeden Fall ganz wichtig auf die Plakette. Zieht euch die Plakette ein, macht einen Screenshot, schaut euch die ein. Wenn ihr den Gebrauch kaufen wollt, lasst euch die Plakette im Detail zuschicken, dass ihr das genau angucken könnt, wie wurde sie befestigt und so weiter und so fort. Deswegen achtet auch immer drauf, Rechnung, dass eine Rechnung dabei ist, und wenn irgendeiner der Punkte nicht ganz sicher ist, dann könnt ihr das Ding auch kaufen, klar, aber ihr müsst wissen, Straßenzulassung natürlich, ne, gibt es nicht mehr, und der nächste Punkt ist natürlich, ihr zahlt viel zu viel Geld für einen billigen Nachbau. Das heißt, wenn ihr euch selber einen Gebrauchten kauft für 100 Euro und den dann umschweißen lasst, selber eigenständig, dann zahlt ihr dafür, was zahlt ihr denn dafür? Vielleicht auch nochmal 200 Euro für den Umbau, da habt ihr eigentlich den gleichen illegalen lauten Sound für 300 Euro oder 350 Euro, als jetzt 1000, 1500 oder 1200 auszugeben. Also 1000 ist meistens so die Benchmark, wo man sich einpendelt, als 1000 Euro auszugeben. Und das finde ich halt, ja, den Leuten will ich halt kein Geld geben dafür, dass sie sich an Fake bereichern. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, es ist ja in einer gewissen Art und Weise, kann man sagen, Dokumentenfälschung. Du hast dann eine Plakette nachgemacht, die wichtige Informationen beinhaltet für Straßenzulassung und Straßenzulassung und Geräuschemissionen und so einen ganzen Schnickschnack und Deutschland, Bürokratie und so, hört auf damit.
Dann ist es fast besser, keine Plakette und einfach nur laute Kiste zu haben. Naja, so. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Klarheit verschafft, dass so ein bisschen Durchblick in den Kauf vom End-Performance-Adjust. Seid das selber. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen klar gebracht, wenn ihr euch selber einen Performance-Adjustern verkaufen wollt. Ansonsten gibt es Alternativen. Die Alternativen sind aber nie so gut wie der BMW Performance-Adjustdämpfer. Es ist und bleibt einfach der lauteste, legalste und am besten klingendste in meinen Ohren Adjustdämpfer für den N52 und N53, den es auf dem Markt zu kaufen gibt. Deswegen sind sie auch so teuer. Und an alle, die meckern, dass die zu teuer sind, ist das ganz normal Angebot-Nachfrage, weil wenn einer von euch mich fragt, ja, ey, Marc, gibst du mir deinen Enterdämpfer? Sag ich, ja klar, ich gebe ihn dir für 300 € sofort. Das glaubt ihr wohl selbst nicht, oder? Also, natürlich, dann würde ich sagen, so, pff, nö, wenn ich mein Auto irgendwann mal verkaufe, kaputt fahre und der geht dann weg, dann hier. Und das würde, glaube ich, jeder genauso machen. Also, man muss nicht übertreiben, muss ich sagen, 2.000 €, das kann man vielleicht in 10 Jahren machen und wenn es noch drei Modelle auf dem Markt gibt. Aber aktuell würde ich sagen, gute Benchmark, 1.000, 1.200 € ist, was die meisten Leute auch wirklich schon gezahlt haben und auch noch so hart vertretbar ist. Ne? Aber wie gesagt, Angebot, Nachfrage kennt jeder. Und wenn du ihn hast, würdest du ihn günstig verkaufen. Ich glaube nicht. Also von daher, hatet nicht, sondern. Ja, spart lieber noch ein bisschen. Ich werde es genauso machen. Also Leute, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Checkt meine Homepage aus. Da kommen jetzt noch mal ein paar Links für welche Öle sind gut und sowas. Die wird jetzt ein bisschen aufgearbeitet. Checkt das aus. BMW N2. Nee. Checkt meine Homepage aus. www.n52n53fanatics.com oder markmonetti.com. Geht auch. Ist aber direkte Verlinkung auf YouTube. Also bleibt gesund, fahrt vorsichtig, gebt Vollgas, lasst es knallen und bis bald. Peace. Kommen wir jetzt zum Trinken, ne? So viel laber ich.